Mann, hör auf, den Hintern immer weiter nach hinten zu bewegen. Guck euch das an, ich versuche wegzugehen und die drückt ihren Arsch immer weiter nach hinten. Konnichiwa, meine verehrten Stampers, willkommen zurück zu Yandere Simulator. Ihr habt mir wieder mal wunderschöne Ideen gestellt, die ich ausprobieren soll und die ich auch ausprobieren werde. Als allererstes geht ganz fix, ist die Idee von Pizzasuppe 665. Unter anderem, ein paar andere haben es auch noch geschrieben. Auf jeden Fall soll ich mal die Tötungsanimation mal machen. Und nicht aufhören. Ich soll immer weiter eindreschen. Mal gucken, wie das aussieht. Oh, nehmen wir mal ein Messer. Und dann soll man ganze Zeit F drücken. Ah, Enable Sanity Animations. Das fehlt, natürlich. Wir brauchen die neuen Animationen, nicht die alten. So, come on. Und jetzt dresch weiter ein. Dresch ein, dresch ein. Oh Gott, ich weiß nicht warum, aber die macht einfach weiter. Das ist so krank, das ist so fucking krank, ohne Scheiß. Wie sieht das bei den anderen Waffen aus? Ich habe schon die letzte Folge mich komplett hier ausgetobt mit dem Ganzen. Und jetzt haben wir noch mehr. So. Oh, okay, das passiert die ganze Zeit. Du sollst kein Sushi aus Midori machen. Ich liebe diesen Fuß. Ohne Scheiß, dieser Fuß, der auf dem Mund liegt, der ist einfach nice gemacht, oder? Das ist ein schönes Detail. Ja, schön ist, ja, hört sich schon ein bisschen krank. Aber okay, Yandere wird zum Sushi-Chefmeister oder sowas. Guckt euch diese filigrane Schnitzeltechnik an. So, noch ganz kurz die Säge, die will ich auch noch ausprobieren, weil die stellt ja auch den Fuß drauf und sägt einmal mitten durch. Mal gucken, was sie macht, wenn ich die ganze Zeit F drücke. Ah, okay. Einmal hoch und wieder runter. Einmal hoch und wieder runter. Es ist so böse. Es ist so super fucking böse. Ich meine, guck mal, erst hält ihr die Hand fest und dann löst sie los. Wieder runter und wieder hoch. Schön in der Mitte. Querschnitt gelähmt. Ja, das ist echt böse. Das ist super böse. Mit dem letzten Update kann man auch mit Lehrerin kämpfen. Habe ich jetzt nicht gemacht. Deine Täten sind eckig, Mann. Fuck you. Wenn ich die schon nicht besiegen kann, beleidige ich dir ihre Brüste. Wir kommen zur nächsten Idee von Sankyubasu. Die ist aus dem Dach entkommen und hinterlässt mir eine Idee. Ich soll der reichen Tochter da, Musume Ronchaku heißt, die Zigaretten geben, dann kidnappen und dann schauen, was passiert. Auf jeden Fall mal schauen, Panties. So, Packung Zigaretten nehmen wir mit. Gott, ich hatte gerade einen Denkfehler. Ich dachte, hä? Man muss doch eigentlich die werfen können, um jemanden anzuzünden. Nein, das waren ja Streichhölzer. Ich habe jetzt Zigaretten. So, da steht die. Komm mal. Nimm die Kippen einfach und sei glücklich. So, Task. Oh mein Gott, ich muss endlich eine. Die hat echt Schmacht. Die will rauchen wie sonst was. OMG. BFF. Oh Gott. Das ist so eine 1A-Tunte, muss man sagen. Okay, wir haben die Kippen gegeben und jetzt müssen wir die mal hier kidnappen, ne? Ich kriege ja auch einen. Ist meine Lieblingstätigkeit. Kidnapping. Das schaffe ich hier inzwischen. Oh, jetzt verpisst die sich. Oh, weil der Unterricht anfängt. Folgt mir. Nee, kann ich nicht. Und die ganzen Lehrerinnen bewegen sich jetzt auch. Die Sportlehrerin, die ist noch da. Die ist fleißig. Nicht wie die anderen Lehrerinnen. Die Lehrerin-Family. Guckt euch das an. Die sehen alle gleich aus. So, ich habe leider vergessen, welche Klasse die ist. Ist sie in der dritten gewesen? Ich will nicht, dass sie jetzt aus der Schulgelände hier verpisst, bevor ich die mit der Spaß haben kann. Mhm. Okay, dritte Klasse war es schon mal nicht. Fucking Senpai blockiert den Weg. Ohne Scheiß. Sobald Senpai in der Treppe steht, kommt keiner mehr durch. Der ist so beautiful. Da kommst du echt nicht durch. Da sind einfach alle langsam. So, wo bist du, wo bist du, wo bist du? Hau mir nicht ab, Alter. Da ist er, da ist er. Mann, das ist echt knapp. Guckt euch das an. Die ersten verpissen sich schon, wenn man nicht schnell genug ist. Tada, ey, du hast vergessen, du wolltest vorhin mit mir kommen und dann hast du dich anders entschieden, ne? Komm mal jetzt mit. Okay, Tür zu, Affe tot. Wo ist meine schöne Spritze? Katscheng, in den Nacken rein, schon. Mach ein Röschen Nickerchen. Komm, ab in die Kiste mit dir. Die geht so smooth rein. Jetzt können wir nach Hause. Die Frage ist aber, können wir wirklich ein Video machen? Weil eigentlich können wir das nur machen, wenn wir mit der Coco oder den Quest angefangen haben. Oder Basement? Kein Video-Equipment. Boah, wie ging das nochmal mit Coco oder dass sie das... Boah, oh, fuck. Ich glaube, man muss erstmal ihr sagen, dass die oben aufs Dach kommen, ne? Treff mich mal über Domestic Abuse. So, da ist sie. Mal gucken. Wieso kannst du jetzt... Ich hasse das. Ich hasse das. Und schon geht die wieder weg. Wozu bist du überhaupt hier hingekommen, Coco, na Mann? Oh, ey. Muss ich jetzt echt irgendwas machen, um dieses Video-Equipment zu holen? Gibt's nicht irgendeinen Button, womit ich das cheaten kann? Sag mir mal Bescheid, ich hab echt keinen Bock drauf. Kein Bock drauf ist ein falsches Wort, ich hab's vergessen, wie man's macht. Bis ich das wieder rausfinde, da vergeht Ewigkeiten.
Blink. Kommen zur nächsten Idee von der Tiersüchtige. Kollege, ich weiß nicht, was du mit Tieren machst, dass du süchtig danach bist, aber nichtsdestotrotz, wir sollen Lehrer dann eingreifen, wenn die im Titan-Modus sind, beziehungsweise wenn die Titan sind. Ich glaube, dafür müssen wir diesen Bug benutzen, aber mal gucken, ob das vielleicht auch ohne funktioniert. Nöp, tut's nicht. Ich muss den Tag neu laden und dabei ganz schnell das machen. Okay. Takt neu laden. Okay, der Modus ist, glaube ich, halb bugged. Auf jeden Fall. Ich habe den Titan-Anzug nicht, beziehungsweise den Skin, den man haben sollte. Aber mal gucken, was mit den Lehrern passiert sind. Mal gucken, ob die Titan sind, vor allen Dingen. Eine ist zum Titan geworden. Reicht vollkommen aus. Mehr als genug, um unseren Spaß zu haben. Oh mein Gott, das ist eine Titan-Inversion. Guckt euch das an. Die werden mich bestimmt gleich komisch angucken, weil ich das Beste hier habe. Lehrerin! Hey! Boah, du bist creepy! Super duper creepy! Und scheiße, die Aufforderung kommt nicht. Die hat auch einen riesen Bleistift in der Hand, merke ich gerade. Wir müssen eine Etage höher. Ab auf Sach. Ab auf Sach. Irgendwie kriege ich die schon zerschnitten. Die ist nur so halb im Dach. Das ist irgendwie nichts Ganzes, ne? Aber, Aufforderung, komm. Aufforderung! Gib mir die Aufforderung! Okay, ich brauche mehr Titans. Wir versuchen mal alle Lehrerinnen zum Titan zu machen. Ja, zwei haben überlebt, aber... Oh, ey. Die rasten immer aus, wenn die mich mit Messer sehen. Ich meine, in welcher Schule ist es denn nicht normal, wenn man jemand mit einem Katana rumläuft, oh? Gerade in Japan. Bitte euch. Was passiert hier für eine Lesbian-Action? Da liegt Oberschenkel auf Oberschenkel. Alright. Keine Aufforderung, wir müssen noch eine Etage höher. Gott, das sieht so super creepy aus. Come on, gib mir eine Aufforderung, Mann. So, die sind jetzt alle zum Unterricht gegangen. Mal gucken, ob sich irgendwas ändert, ob ich irgendwie mehr Glück habe. That ass, that fucking ass. Guckt euch dieses prallige, booty slap. Mann, hör auf, den Hintern immer weiter nach hinten zu bewegen. Guckt euch das an, ich versuche wegzugehen und die drückt ihren Arsch immer weiter nach hinten. Wo geht die hin? Okay, die hat sie beruhigt. Die hat erstmal einen Booty-Dance gemacht. Seid alle so unglaublich kaputt. Ohne Scheiß. Aber es kommt keine Aufforderung. Ich kann die nicht angreifen. Eigentlich ist es jetzt die perfekte Höhe, damit das Spiel das registriert. Aber irgendwie, vielleicht auch noch ein paar Zentimeter, bewegt die sich runter. Tutti Frutti. Was ist das für eine Misch? Seit wann hatte Saki eine Brille? Saki hatte bisher nie eine Brille, oder? Nee, warte mal, die sind gemixt. Es ist ein Menschenmix, ein Tide-Mix. Guck mal, die hat zwei Köpfe. Tide-Modus ist... Ach, die sitzt auf der Schulter. Okay, ich hab nichts gesagt. Nee, auf der Brüste. Hab nichts gesagt, Leute. Ja, aber ohne Scheiß, was mit dem Kopf passiert? Da ist was faul. Die hat irgendwie so ein Stirnband und eine Brille auf. Das ist neu, aber ich sehe jetzt keinen zweiten Körper. Doch, da muss irgendein zweiter Körper da drüber sein. Irgendwas sieht danach aus. Kann die einfach nicht angreifen. Egal was, ich habe eine andere Waffe geholt, aber es kommt keine Aufforderung. Schade. Mythos bastet. Wir kommen zur nächsten Idee von Julia Paunovic. Fordere dich in den Okkult rum. Töte jemanden außer Oka, geh in die andere Dimension, teleportiere dich in den Light Music Room, rufe die Schildkröte ein Opfer herbei. Bis auf Teleportierung in den Light Music Room hört sich das jetzt erstmal gar nicht mal so wild an. So, wir teleportieren uns dahin, zack, es ist dunkel, abends. Ja, das Problem ist, die geht direkt nach Hause, oder? Die versucht durch die Wand. Ich muss nach Hause, boff, durch. Ey, kann ich nicht verübeln. Wenn ich Schule hätte, würde ich auch wahrscheinlich mit dem Kopf durch die Wand gehen. Wenn das der schnellste Weg ist, guck dir das an, puff. Straight zur Wand. So, ich soll jemanden töten, außer Ocker machen wir. Andere Dimension haben wir auch. Bin gespannt, weil bisher funktionieren die ganz meisten... Oh Gott, der schwanzlose Dicksack. Der hat immer den großen Mund auf. So, und jetzt muss ich mich irgendwie in den Like Music Room teleportieren. Und das ist ehrlich gesagt gar nicht mal so leicht. Mal davon abgesehen, dass ich mich hier gar nicht teleportieren kann. Ich muss wieder raus. Ich verstehe die Idee nicht so ganz, ehrlich gesagt. Oh, die sind schon alle weg. Wo seid ihr denn hin? Okay, ich versuch's einfach mal. Ich habe mich ohne Teleportierung... Bin ich jetzt hier hingegangen? Jetzt teleportieren wir uns nochmal zu Okaruto und ich verstehe diese Idee nicht. Mit welchem Knopf konnte man sich nochmal in dem... Fuck, ey. Warum... jedes Mal, wenn ich sowas frage, ist es zu spät. Dann ist die Folge schon raus und dann weiß ich erst die Antwort. Probier jetzt einfach alle Knöpfe durch. Ist mir egal. Mit Alt kann man in den Like Music Room reinkommen. Das ist gut zu wissen. Aber wie gesagt, in der Dimension kann ich mich nicht teleportieren, weil das Menü nicht auftaucht. Das heißt, ich muss wieder zurück eigentlich, ne? Okay, bin gespannt ohne Scheiß. So, wir teleportieren uns mal hier hoch und wir sollen jetzt ein Opfer bestellen. Summon Victim. Und es passiert absolut gar nicht. Passiert gar nichts, Mann. Irgendwas verstehe ich heute an den heutigen Ideen nicht, Mann. Ich kann mich zwischen den Okkultrum hier und den hier teleportieren, wie es geht, aber es passiert einfach nichts. Ich meine, ich kann gut verstehen, dass es wahrscheinlich wirklich in der Dimension passieren soll, aber wie gesagt, ich kann mich in der Dimension nicht teleportieren, weil das Menü nicht aufgeht. Vielleicht muss ich einfach noch schnell sein. Schnell sein. Schnell. Keine Chance. Und dabei hat sie gesagt, das ist der geilste Glitch überhaupt. Es wird mich von den Socken hauen, ne? Ich hatte echt extrem hohe Erwartungshaltung, aber ich krieg's nicht hin. Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss.
blink. Okay, das ist alles bisher ernüchternd. Es fehlt so ein bisschen der Punch in dieser Folge. Deswegen kommen wir zur nächsten Idee von XXNuddleXX und Austin Azamore. Wir sollen Coconut anzünden und die wegpunchen. Ohne Scheiß, das hört sich awesome an. So, alles vorbereitet. Die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Yandra ist ready. Coconut ist ready. Die steht hier und tratscht und latscht und zack, übergibt. Steh auf. Wir brauchen Zigaretten. Zigarettenstreichhölzer. Und... Ey, schmeiß sie. Geht doch. Die brennt. Wo ist Falcon Mode? Und die andere. Boah! Was soll der Scheiß? Da ist nichts passiert. Da ist absolut nichts passiert. Warum steht ihr alle in der Ecke? Da ist nichts passiert, Mann. Okay. So, wenigstens euch mal in die Wand verewigt. Vielleicht habe ich irgendwas falsch gemacht. Will ich nicht ausschließen. Nochmal. So, neuer Versuch. Direkt als Falcon. Na, was ist das für eine Folge heute? So, jetzt aber. Mit Anlauf und zack. Geht doch. Wo sind die Scheichhölzer da? Steh auf. So. Anzünden. Die andere Punch. Es passiert nichts. Ich hab nichts falsch gemacht. Es passiert einfach nicht. Saki, du musst jetzt herhalten. Du auch. Keine Ahnung, wer du bist. Und Yuna auch noch. Zack, weg mit dir. Hör auf zu telefonieren. Ich bin aggro heute. Es funktioniert einfach nichts. So, zack, weg mit euch. Es funktioniert einfach nicht. Midori, Alter, ja. Und die anderen juckt doch auch nicht. So, weg mit dir, Saku. Einfach, weil heute nichts funktionieren will. Du, bleib stehen. Nicht mal umbringen kann ich. Nicht einmal umbringen. Schreibt mir neue Ideen runter, Leute. Das war heute sehr ernüchternd, leider. Jede Idee ist leider in eine Sackgasse gelaufen. Entweder ich habe es nicht hingekriegt oder es ist leider nichts passiert. Beziehungsweise es ist nichts passiert, was ich aber haben wollte. Ihr könnt aber trotzdem Daumen hoch hinterlassen, damit ich mich ein bisschen besser fühle, weil das ist gerade sehr, sehr deprimierend und ich gehe gleich ein bisschen weinen. Ihr könnt natürlich hier oben rechts auf das i klicken und findet ihr weitere andere Simulator-Videos, die ein bisschen besser gelaufen sind und vor allen Dingen nicht in so einer Sackgasse. Und dann ansonsten gebt mehr Flosse. Flop.